Hallo, liebe Community. Ich habe mir gedacht, ich sende euch jetzt einmal auch ein paar Bilder von draußen, wie es da bei uns so zugeht in Irngarn. Und ich möchte euch gerne ein bisschen erzählen, wie eben bei uns so die Restriktionen sozusagen zur Corona-Zeit sind. Also die Schulen sind nach wie vor geschlossen. Das wird auch bis Ende April mindestens noch so bleiben. Wir haben jetzt auch gerade einen sehr strikten Lockdown, kann man sagen, hinter uns. Was aber auch daher rührt, dass gerade die Wasserfestzeit war, was ja eigentlich auch wie Neujahr ist da in Myanmar. Und die Festivitäten kann man ja fast mit unserer Love Parade vergleichen. Wasserschlachten, laute Musik, viele Menschen auf der Straße. Also ist klar, dass das dieses Jahr leider abgesagt wurde. Es hat auch Ausgangssperren gegeben von 10 auf Nacht bis 4 in der Früh. Also wahrscheinlich auch, um jegliche Feierlichkeiten zu unterbinden. Ja, Sachen oder halt Wörter, sag ich mal, wie Stay at Home and Social Distancing ist auch hier ein Thema. Es ist zwar der Straßenverkehr jetzt schon wieder mehr geworden, jetzt in der Zeit so vom 10. bis 19., wo halt wirklich ein Shutdown war, war es eigentlich menschenleer hier. Also auch wirklich nur das eine oder andere Taxi. Menschen, die man sieht, trifft man hier nach wie vor recht wenig. Ich befinde mich da jetzt gerade auf der Straße, wo es zur größten Pagode hingeht, also zu einer Hauptsehenswürdigkeit hier, und man trifft so gut wie keinen. Also Fußgänger habe ich bis jetzt, ich bin circa eine Stunde unterwegs, ja, vielleicht 5 getroffen. Also da bin ich nach wie vor sehr, sehr erstaunt, dass sich eigentlich jeder an diese, wie soll ich sagen, zwar jetzt nicht verpflichtende Ausgangssperre hält. Es ist auch bei uns jetzt im Supermarkt, also speziell in den größeren Ketten, Mundschutzpflicht. Auf der Straße, es tragen eigentlich die meisten auch von sich aus Mundschutz. Direkt jetzt mit Social Distancing, es wird einmal ein bisschen, wie soll ich sagen, manche Menschen machen richtige Bögen um einen, andere nehmen das wieder nicht so streng. Was ja eigentlich wahrscheinlich am interessantesten ist oder ich am meisten berichten möchte auch, ist, wie es bei uns in den Projekten zugeht und ausschaut. Weil natürlich, jetzt wo die Schulen geschlossen sind, schaut es mit dem Unterrichten ein bisschen schwierig aus. Aber wie soll ich sagen, wir haben derzeit 121 Corona-Fälle hier in Myanmar, die bestätigt sind. Natürlich weiß man die Dunkelziffer nicht. Aber ich würde jetzt mal persönlich sagen, es scheint jetzt Gott sei Dank nicht so ein gesundheitliches Problem hier zu sein, sondern eher auch die wirtschaftliche Lage und was sie durch die ganzen Ausgangsbeschränkungen und so ergibt. Ja, die Menschen in den Slums hier, die kämpfen jetzt, also haben wir schon immer ums tägliche Überleben eigentlich gekämpft, und waren jetzt bei den Tagelöhnern das minimale Einkommen auch noch wegfällt, ist das natürlich sehr, sehr tragisch. Das heißt, wir kümmern uns nach wie vor darum, natürlich trotzdem, dass wir Aufklärungsarbeit leisten, Hygieneartikel verteilen, aber vor allem geht es halt darum, dass wir die Menschen hier auch ernähren können. Und da rede ich dieses Mal gar nicht irgendwie von gesunder Ernährung, sondern da geht es wirklich nur um die Basiselemente. Also, dass man zumindest Reis und Öl gibt, dass sie es eben ernähren können. Und das ist im Moment eigentlich unsere Hauptaufgabe. Ihr könnt natürlich da uns sehr, sehr gerne unterstützen. Auf der Sonne International Seite findet ihr auch jegliche Informationen oder auf unserer Sonne Social Organization Facebook Seite. Freuen wir uns immer, wenn es uns am Besuch abstattet. Ja, und wünsche euch wieder einen schönen Tag. Hoffe nach wie vor immer, dass ihr alle wohlauf seid, gesund seid. Bei uns ist es Gott sei Dank soweit noch jeder. Und ja, wir hoffen, dass diese Zeit auch hier bald vorübergeht, dass wir wieder mit voll Power und allen unseren Aktivitäten hier starten können. Bye bye!